Wie jedes erste Wochenende im neuen Monat gibt es auch heute eine neue Top-Spieler-App-Folge für dich. Jeden Monat Top-Spieler-Apps und weitere gut strukturierte Erklärvideos im Bereich Technik für PC und Handy findest du auf meinem Kanal. Sämtliche Spiele, die ich dir in dieser Folge vorstelle, sind alle kostenlos und für iOS sowie Android verfügbar. Einen Link zum Downloaden findest du unten in der Videobeschreibung. Und jetzt ganz viel Spaß mit dieser Folge. Beginnen wir das heutige Video mit einem absoluten Gelegenheitsspiel namens Wubble Man. Im Grunde geht es darum, sich von einem Level zum nächsten zu bewegen. Dabei steuerst du mit deinen Fingern auf dem unteren Bildschirmrand das Männchen durch das Level. Die besondere Schwierigkeit besteht zum einen in der Steuerung und zum anderen viel eher darin, den Hindernissen geschickt auszuweichen. Die Hindernisse sind auf der einen Seite die Polizisten, denen du besser aus dem Weg gehen solltest, und auf der anderen Seite Fallen wie ein Stromzaun oder Kolben, die dich durch die Gegend schieben. Mit jedem Level beginnt die Suche nach dem besten Weg zur erlösenden Treppe. Ich denke, gerade für eine lange Auto- oder Busfahrt eine willkommene Ablenkung. Versuch es doch einfach einmal selbst. Weiter geht es mit dem Spiel YOLO. Hört sich ja erst einmal nicht weiter schlimm an. In diesem Spiel musst du geschickt, oder sagen wir lieber brachial, dafür sorgen, dass die Menschen, die sich auf deinem Bildschirm bewegen, zu Tode kommen. Der Weg dahin ist manchmal offensichtlich und manchmal weniger ersichtlich. Nach jeder abgeschlossenen Runde hast du die Möglichkeit, mit einer Chance von 1 zu 3 den Hauptgewinn zu ergattern. Mit den gewonnenen Münzen kann zum Beispiel im Workshop das Aussehen vom Sensemann geändert werden. Hast du Glück und erhältst die Glühbirnen, kannst du ab einer Gesamtzahl von 50 Stück im jeweiligen Level Hilfe anfordern, sofern du nicht weiterkommst. Grafisch nichts Herausragendes, auch wenn ein wenig sadistisch, empfinde ich das Spiel für zwischendurch gerade wegen den nicht offensichtlichen Lösungen als ganz unterhaltsam. Dafür grafisch und vor allem akustisch ein Highlight, wie ich finde, das Spiel Psybay. Daher auch meine Empfehlung, das Spiel am besten mit Kopfhörern zu zocken. Es geht darum, mit einem Motorrad durch die blaue, verwitterte Welt zu fahren. Dafür kannst du mit der rechten blauen Taste das Motorrad beschleunigen und über die rote Taste auch wieder abbremsen. Du durchquerst im Verlauf des Spiels die unterschiedlichsten Erdformationen. Manchmal ist es nötig, einfach nur schnell zu fahren, wann anders eher genau das Gegenteil. Um auch an vermeintlich schwierigen Stellen vorbeizukommen, kannst du den Fahrer und so auch das Motorrad über die beiden linken Tasten stabilisieren. Dennoch muss ich sagen, empfand ich das Spiel vor allem im weiteren Verlauf zwischendurch auch als gar nicht so einfach. Es bedarf auf jeden Fall einem gewissen Ehrgeiz, um ohne den Kopf zu verlieren, bis zum Ende zu kommen. Ehrgeiz und ich denke gerade ein Sinn für Stabilität brauchst du für das nächste Spiel dieser Folge. Bad Bridge heißt das Game und setzt auf deine architektonischen Baukünste. Es geht um Brücken, wie nur sehr schwer zu erkennen ist. Nach einer ausführlichen Einleitung darfst du irgendwann selbstständig dann auch mal nach deinem besten Gewissen Brücken bauen. Hierzu steht dir für jedes Bauwerk ein bestimmtes Budget und ausgewählte Materialien zur Verfügung. Also wahllos viele Stützen bauen ist leider nicht. Es bedarf schon einem überlegten Baukonzept, um die verschiedenen Fahrzeuge unfallfrei ans andere Ufer zu bringen. Hat das ein oder andere Mal nicht so ganz funktioniert, beginnst du zum Glück nicht wieder von vorne, sondern kannst deine Konstruktion an dieser Stelle weiter bearbeiten und verbessern. Hast du das Zeug zum Brückenarchitekt? Mit diesem Spiel, denke ich, lässt sich das versuchen. Das letzte Spiel dieser Folge hat mittlerweile auch schon einen zweiten Teil erhalten, welcher allerdings nur kostenpflichtig zu erwerben ist. Schauen wir uns dazu erst einmal den kostenlosen Teil an. Freeze schimpft sich das Spiel. Dein Ziel ist es, das eingesperrte Auge vom Startpunkt sicher und ohne die Hindernisse zu berühren an das Portal zu bringen, um das Level abzuschließen. Dabei kannst du in manchen Leveln die Schwerkraft mit der Freeze-Taste deaktivieren.
Entweder geht das unbegrenzt oft oder im weiteren Verlauf auch nur für eine ganz bestimmte Male pro Level. Hier gilt es dann besonders vorsichtig und vorausschauend zu spielen. Ziemlich mystisch und dunkel gestaltet, was besonders von der etwas außergewöhnlichen Musik untermalt wird. Ich denke auch hier für jemanden, der an so einem Spiel Spaß findet, ein perfekter Zeitvertreib für zwischendurch. War bei dieser Folge kein Spiel für dich dabei, kannst du jetzt gerne einen Blick in die beiden Videos oder die verlinkte Playlist aus der Videobeschreibung werfen. Für weitere Videos dieser Art kannst du meinen Kanal gerne abonnieren. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage Tschüss!